Jo. Warte mal, aus dem Spieleordner kann ich dieses DC Universe direkt mal löschen. Vergiss nicht zu hosten oder zu posten oder wie auch immer, dass du Fortnite zockst. Das guckt sich hier kein Schwein an bei mir. Aber ja, könnte ich mal machen. Ja, ich wollte es halt nur schon mal eben immer gesagt haben, würde ich daran erinnern. Gut, dass du das sagst. Fortnite. Mizi kaut dir sein Odins Knochen, Okay. der im Körbchen liegt. Battle Royale. Oh, ich bin als Odin angemeldet. Okay. Oh. Umbenennen. Musste mir gestern ein zweites Profil zulegen. Fortnite. Hä? Warum? Ich habe gestern Abend noch mit Phoenix noch ein bisschen hier Call of Duty gezockt. Ah, okay. Dafür musstest du dir einen zweiten Account anmelden? Hä? Ja, du kannst komischerweise bei Xbox keinen Gastaccount mehr machen. Okay. Jetzt habe ich halt einen zweiten gemacht. Team kann dann erstmal aus. Da Odin ja seine eigene E-Mail-Adresse hat. Okay. Ich darüber gemacht. Freundin. Der kann eigentlich auch geschlossen werden, den brauche ich nicht mehr. Was steht denn bei Ersa da schon wieder? Aber Runde. Twitch Live-Benachrichtigung. Ja, was ist denn jetzt hier, Mensch? Das ist aber schon länger her, oder? Er soll es nämlich nicht online. Ah, hier, komm, Battle Royale, mach, hau rein. Na, ich starte nochmal neu. Also irgendwie ist das gerade mich ein bisschen hängen geblieben. Ja, ist halt Fortnite, ne? Kein Wunder, dass das Ja, hängen geblieben da ist. stand was von Freunde einladen, da bin ich dann draufgegangen und dann tat sich nichts mehr. Was ist das denn? Winter Royal Turnier. Die Winter Royal Qualifikationsspiele finden dieses Wochenende statt. Holt euch weitere Informationen im Events-Tab des Spiels oder im Ankündigungsblock. Bla. Es bebt. Bringt die Tanzfläche mit dem Emote Hot Marat zum Beben. Holt es euch kostenlos im Itemshop. Okay. Pass auf deine Eier auf. Das Outfit Federverteidiger und die Geflügelfreunde-Gegenstände sind jetzt verfügbar. Sag mal. Pass auf deine Eier, okay, ist klar. Hot Marat. Kostenlos. Ja, nice. Machen wir. Was machen die Frauen, wenn sie keine Eier haben? Wo passen die drauf auf? Haben sie doch. Nur nicht raushängen. Ja, alle Stöcke hängen, ja. So, mal den Tanz eingefügt hier. So. Fuck. Was denn? Das ist auch Aber ist fuck. doch richtig. Nee, alles gut.
Nee, mir fiel gerade ein, nicht, dass ich nachher unter einem falschen Profil online bin und die gespeicherten Daten alle weg sind. Also der Fortschritt. Okay. Das ist alles gut. Wo bist denn du da drauf gegangen? Winterreal, es bebt, was? Ja, das ist das, was ich gerade vorgelesen hatte. Ja, wo bist du da jetzt raufgegangen? Nirgendwo, Ne? Lobby. Ne, nein, das sind nur Neuigkeiten. Du kannst da nichts anklicken. Ah, okay, wieder weg. Ne? Nein, ich will nicht Fortnite verlassen. Ich will hier nur zurückgehen. So. Dumm, da dumm, dumm, dumm. Oh, wie war denn das jetzt nochmal? Was? Battle Pass Season? Was? Ich bin nicht am Sack. Gibt es dieses 50-50 gar nicht mehr? Ich weiß es nicht. Wild West, Essensschlacht, Winter Royal. Oh, ich glaube Teams, ne? Obwohl. Das ist ja der Wahnsinn. Hast du schon angenommen? Hast du schon mal geschickt? Ja, eigentlich schon. Warte, ich schick noch mal. Warte, Ach so, ne, ich trete dir bei, einfach. Ach lol. Bist du jetzt mir zu beigetreten? Nee, noch gar nicht, glaube ich. Okay, dann bin ich dir Oh, da beigetreten. bist du ja schon. Alles klar. Boah, wie wandert das alles mal? Teams? Ja, Teams ist, glaube ich, gut. Ich glaube, das ist ja dieser 50-50-Mode oder so. Ich weiß es nicht. Nee, Teams, dann tritt uns ja jemand bei. Wenn, dann müssen wir auf Duo. Und dann wird zwei quasi. Duos, dann sind wir zu Essensschlacht. zweit, ja. Nicht. Sind wir zwei gegen andere. Mir ist Ja. das egal. Such was aus. Was Nur ist hier Solo Wild wäre doof. West? Weiß Ja, ich Solo nicht. kommen wir ja nicht. Das sind irgendwelche Modis. Irgendwelche Special-Dinger. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich lasse das immer erstmal irgendwie so. Dass wir wieder reinkommen hier. Okay, also wir gegen den Rest der Welt. Ja, ich drücke jetzt einfach mal bereit und dann mal gucken. Ja. Ich finde voll kacke, dass ich jetzt wieder Level 1 bin, nur weil es eine neue Saison ist. Sind wir. Tatsache, ihr auch. Ja. Hab ich noch gar nicht gesehen. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, wenn die Frisur sowieso keinem gefällt und mir selber ja eigentlich auch nicht so wirklich, dann kann ich eigentlich auch Parkour reintun. Sind sie vielleicht mal nicht mehr ganz so Whatever. kaputt. Steinkopf, mach was du willst. Jojo. Du musst nicht mir gefallen, sondern dir selber und deiner Frau gefallen. Ja, weiß. Ja. Eigentlich würde ich ja Bart und Haare wieder kürzen, aber das Problem ist, wenn ich die Haare kürze, ist mit nach hinten machen wieder schlecht. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich war dann so, als wie. Boah. Ah, da war das. War ganz normal im Bus. Extravagante. Wo willst du aussteigen? Keine Ahnung, hinten in der Wüste. Die Wüste, rein. Da fliegen schon ein paar aus. So, ich jump jetzt mal raus und dann glaube ich bis zur Wüste. Ja. Okay, wir sind nicht die Einzigen. Ja, war klar. Dies habe ich mir. Ich drehe mal hier vorne an der Brücke runter.
Schuh abgesprungen. Ich bin an diesem komischen Hochhaus mit Pool daneben. Oh, 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 oh. Okay, wir sind perfekt gelandet. Wieso? Ja, hier kommt der Sturm hin. Und ja, so, hey, so müssen wir wenigstens nicht weit rennen. Ach so, das meinst du. Okay, alles klar. Ja, wir sind im Auge. Warte. Ja, gut, ich dachte, wir müssen rennen. Okay, du bist da vorne. Mal in deine Richtung an. Ist viel los bei dir? Ich hab hier gerade keinen. Irgendeiner ist, glaube ich, gerade bei uns auf dem Dach rumgerannt. Okay, hier hat einer das Dach weggenommen. Fuck. Okay, da sind zwei. Noch safe oder? Nee, ich wurde entdeckt. Also bist du dödelig. Ja, fast, ja. Ich bin jetzt oben in dem Hochhaus und sterbe langsam. Und bin tot. Und Fettfuchs 2000. Nice. Meine Grafikkarte wird jetzt nicht unbedingt so ausgelastet. Gehen wir mal auf episch. Okay, also Fortnite macht meine Grafikkarte gut mit. Nice. Willst du nicht? Ne, ich war ja gerade schon unten. Ich habe schon ein bisschen was gesammelt. In der Ruhe liegt die Kraft. Taktisches Warten. Ja. Sehe ich auch so. Also kann ich nicht sehen, wo die gerade sind. Wahrscheinlich weiter in Richtung Mitte des Sturms gelaufen. Wir sind nicht genau in der Mitte. Okay. Karte.
Oh, schön. Oben ist scheinbar noch einer. Ich sage, ich höre noch. Hundi, mir guckt in letzter Zeit generell keiner mehr zu. Außerdem haben wir das Match gerade erst vor 3 Minuten oder so gestartet. Und ich lebe noch. Kaum zu glauben. Ja, länger als ich. Ich glaube, ich sollte besser die Fresse halten, weil das hat sich sonst gleich erledigt. Ich lebe noch. Ja, das war immer einfacher, wenn wir 50-50 gespielt haben, ne? Hey, ich schenke Quad. Alter, wie geil ist das denn? So. Ja, stimmt. 5 Leute, die dir bei For Honor zuschauen, finde ich auch krank, ja. Ich schenke ganze LKW voll mit Quad. Das war super. Nimm noch eins. Bist auch gar nicht laut. Du bist übrigens außerhalb des Rings, ne? Dinge wäre so ein Teleportteil. Ich habe keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Ich denke mal, dass du das eigentlich mit einem Quad machen sollst. Oh fuck. Fuck, ich muss da hoch. Nein, ich nehme keinen Quad. Ich glaube, am Rand zu sein ist gar nicht mal so verkehrt. Die Kartbahn wird der Mittelpunkt. Oh, gleich sind meine Kekse leer. Ich habe keine. Doch, sind wir Hundi. Aber im Fortnite-Kanal. Da Fortnite ja eh keiner mag, habe ich den nur für Andi und mich freigegeben. Was willst du denn mitreden, Hundi? Du zockst es doch nicht. Da schießt was. Jetzt muss ich dir erst Berechtigung geben. Jetzt müsstest du reden können. Kannst du nicht. Jetzt? Ja. Tag. Ach, na, wie war der Tag?
Oh. Oh ja, geht so. Eigentlich ganz okay. Ich war mit den Kids allein. Den ganzen Tag irgendwas geguckt oder gezockt. Mit den Kids, oder? Ja. Was zocken die denn? Also, ja, wobei, ich habe eigentlich gar nicht mitgezockt. Stimmt ja, ich habe ja die Wohnung gemacht. Dean zockt Minecraft, Fat Princess, Lego Batman, generell so Lego-Spiele. Boah, die habe ich auch gern gespielt. Andi, willst du nicht mal ein bisschen auf Crashkurs gehen? Lass ihn sammeln, komm. Finde ich überhaupt. Ja, Ich dachte an den nicht. der sucht sich jetzt eine schöne Position aus. Er konzentriert sich gerade. Achso. Oder er ist wieder aus dem Discord geflogen. Könnte auch sein. Schön, wenn du bei Fortnite auch Death Screen Simulator geschrieben hast. Ja, mehr ist das ja nicht. Ich hatte ja auch recht, oder? Ich bin gerade erst dazu gekommen. Ich weiß nicht, was davor passiert ist. Naja, das ist die erste Runde und ich bin tot. Also, ja, dann. Wir haben vorhin noch ein bisschen Oh, ist. Das ging dann jetzt doch schnell. Ja, tatsächlich. Ja, zurück zur Lobby. Ja, da ist er weg, der Ja, andere. er ist wieder weg, alles Dann klar. Rage Ah, jetzt ist quitten. er Ja, wieder da. aus irgendeinem Grund war ich aus dem Discord raus. Ja. Hat man gehört. Also nicht gehört. Ja, und währenddessen ich am Gucken war, wieso, weshalb, warum bin ich jetzt gestorben? Ach, deswegen hast du dich da oben in den Turm gestellt. Ja! Ach so. Schaffst du so, ja, der sucht sich jetzt eine schöne Position. Ja, Ja, dachte ich, weil er guck ja mal, warum ich Sniper hat. rausgeflogen bin. Ja, ich dachte, weil du Snipers im Ja, Inventar das wäre hast. mein zweiter Gedanke gewesen. Ja. Na, Ja, Andi, wie geht's Pech. dir? Wie geht's dir, Andi? Ja, gut, so weit, wa? Ist doch schön. Alles im grünen Bereich. Abgesehen davon, dass ich tot bin. Oh, ja, das wird nur öfter heute Abend passieren. Ja, direkt wieder rein oder was? Ja, ich habe schon direkt wieder auf bereit geklickt. Oder will Hundi jetzt irgendwie zusteigen, oder hat er vor? Ja, als wenn der Fortnite zockt. Ja, weiß ich nicht, kann auch nicht, frage ich ja. Nee, ich will das. Alles klar, gut. Hat er auch gerade nicht die Lust, wirklich mitzuspielen? Einfach zu gucken. Und mitreden. Ah, sie ist uns nur sterben. Yes, bald ist der Affiliate da. Nee, ehrlich, das freut mich. Was? Affiliate auf Twitch. Für den Partner fehlen mir nur die 75 Zuschauer. Insgesamt. Nee, Durchschnitt. Durchschnitt. Affiliate könnte ich schon lange, aber das bringt mir nichts. Warum? Weil ich es nicht darf. Warte, wieso darfst du es nicht? Weil mir dann das Amt aufs Dach steigt. Verstehe ich nicht, warum jeder so. Was noch mal in der Wüste versuchen hat? Ja, oder direkt hier unter uns an der Villa, wo wir früher immer hingegangen sind. Oh, da kommen, gehen viele hin. Scheiße. Ich gehe zur Wüste oder zu der Ah, Brücke, wo ich wobei, gerade war. von der Villa gehen sie, glaube ich, weg. Villa gehen da Echt? 2, 3 hin, glaube ich. Wow, warum hängt denn jetzt meine Maus gerade Da so? ist die Villa. Also ich sehe 2 in der Nähe von der Villa. Im Stream.
Ja, da ist einer unten gelandet, alles klar. Hier landet einer direkt im Haus. Seit wann ist sie denn so komisch kaputt? Die meisten Leute randalieren da mit der Spitzhacke, denke ich. Nee, die ist so total ramponiert. Das ist ein neues Update, das ist normalerweise nicht so. Weil die auch wieder da drin landen konnte. Bist du da? Wow! Alles klar, ich bin hier am Sterben. Nice! Jetzt schon? Ja. Kam gerade einer die Treppe hoch. Bin mal hier runtergefallen, ne? Bin gerade in der Garage. Okay. Wir müssen mindestens zwei rumrennen. Toll. Ich kann keine Türklinken öffnen oder Türen öffnen. Ich bin tot. Ah, Michaela. Wieso auch immer. Ja, ich habe jetzt auch nicht gesehen, wie er mich erwischt hat. Na gut. Zurück zur Lobby. Ich dachte ja, Deathscreen Simulator. Ja. Und bereit. Oh, den Skin hatte ich aber noch nie, glaube ich. Total arschig. Du hast immer schön denselben Skin und meiner wechselt immer. Voll ätzend. Ja gut, das ist, weil ich das Spiel gekauft habe. Ja. Ach, Andi hat bei mir einen Clip gemacht, sehe ich gerade. Was habe ich gemacht? Du hast bei mir einen Clip gemacht. Was für ein Clip? Da steht so, als ich einen Arc-Stream gemacht habe, dann... McDonalds treuester Kunde. Ja, hi, wie geht's? Das muss dann aber aus Versehen gewesen sein. Ist auch in 30 Sekunden. Ja. Weiß doch, ich weiß nicht immer, was ich tue. Irgendwie laggt das ein bisschen. Liegt das jetzt doch an der Grafik oder woran liegt das? Keine Ahnung. Ich hab selbst bei schnellen Bewegungen flüssige 30 FPS. Keine Ahnung. Internet kann das eigentlich auch nicht sein. Ich spring da hier unten rechts raus, auf dem hohen Berg, der da ist. Ah, da möchte einer gebannt werden. Hast du gehört? Bitte? Ich springe auf den hohen Berg, der hier vorne ist. Aber das hätte ich gerade gemacht, Schubse. Ich habe da leider nicht aufgepasst. Verstehe ich nicht, wie man sich am Fortnite-Skins aufgeilen kann. Sorry, Andi, was hattest du jetzt gesagt? Ja, ich bin schon ausgestiegen, nur so zur Info. Ach so, ja, da hinten, alles klar. Aber ich bin hier definitiv nicht allein. Dauert ein bisschen, aber ich komme mal dahin. Ja, überleg's dir ja nochmal, hier ist viel los. Alter, wieso kommt man denn mit so einem Schwachsinn in den Stream? Schubse, regt dich über so nicht auf, das ist... Oh, ich bin tot. Ich weiß gar nicht. Entscheid von heute, sag ich mal. Ich reg mich darüber nicht auf, aber weißt du, das ist so typisch Fortnite-Zuschauer dann, ne? Naja. Ich krabbel hier vor mich hin und bin schon tot. Nice. Weiter ja. Grund für mich, warum ich wirklich kein großer Fan von Fortnite bin. Ja, nur wir hatten jetzt keinen Bock, wenn er irgendwie auf CFCs oder was und sag mal, Ark kann ich ja nach wie vor noch nicht spielen, ne? Ja. Mhm. Naja, irgendwann müssen wir ja auch mal spielen. Ja, und irgendwie habe ich im Moment ein bisschen Bock zu ballern und keine Ahnung. Mach du mal weiter, ich gehe an rauchen. In der ja. Zeit. Geh schon mal zurück zur Lobby. Mach mal. Das sind dann diese Kinder, die wo du auf der Straße bist. Naja, ich hoffe, sie tun mir einen Gefallen, lass deine Kinder nie so mehr. Bitte. Die werden nicht so, oder? Glaub mal. Die werden schlimmer.
Ja, ja gut, ich sag mal, ich kann ja nicht bestimmen, wie sie im Endeffekt dann irgendwann mal werden, ne, aber... Ja, aber du kannst es beeinflussen. Ja, also ich kann's mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, so wie sie momentan... Ja, bei Sam kann ich jetzt noch nicht sagen, aber Dean kann ich mir nicht vorstellen, dass der hier jemals so wird. Wenn, dann werde ich dem das mit Sicherheit ganz schnell austreiben, ey. Auf so eine Scheiße habe ich echt keinen Bock. Da kommt dann der Gürtel. Nö. Nee, da kommt Andi, der Exorzist. Oh, ich muss Pilze fressen? Ja, ist top, super. Gut, dass ich gerade in einem Wald bin. Warte, hier sind noch zwei Pilze, dann habe ich das schon voll. Ich extra Bonus, nice. Phase 1 abgeschlossen. Ja, Sam hat ja gestern ordentlich Spaß hier gehabt, ne? Ja. Mit Odin und mit mir am Rumschäkern. Ja, und Phoenix hatte Spaß an Odin. Aber ich muss ja stehen bleiben. Ich verstehe nicht, was die Leute für mit Fortnite-Skins immer haben. Ich weiß es auch nicht, das ist der gleiche Schwachsinn wie bei CSGO. Fortnite ist auch nicht so berauschend, das ist einfach nur, weil sie, können wir halt zusammen zocken ein bisschen, ne? Ja, nee, aber ich verstehe das nicht, weil so wie der kommt halt rein. Fragt, ob man kein Geld für Skins hat, wo ich mir so denke, das ist gleich wie CSGO, dass Skins, wenn es dir gefällt und du den Standard halt nicht willst, dann holst du halt einen Skin, meine Fresse. Aber, ja, solche Leute verstehe ich einfach nicht. Ja. Naja, wenn er einfach nur gefragt hätte, ob ich kein Geld für Skins hätte, wäre das ja was anderes gewesen, aber zu schreiben, deine fette, harzer Mutter muss dir Geld für Skins geben, habe ich recht. Ist ein bisschen was anderes. So einen Schwachsinn brauche ich echt nicht. Ach du Schande. Ja, wenn man direkt mit so einem Spruch schon reinkommt, ne? Ja, weißt du, das sind irgendwelche Blagen, ey. Besuche alle verfluchten Gebiete. Okay. Dann wird kein Erwachsener schreiben. Nutze einen Schattenstein in verschiedenen Matches. Lol. Bist du schon tot? Nee, ich bin nicht tot. Achso, ich wollte gerade sagen. Schattensprung. Aber wenn du dich nicht bewegst, bist du unsichtbar. Hoff bloß nicht, dass da jetzt ein Typ mit Laterne angerannt kommt. Dann bist du am Arsch. Aber schön, immer schön Banane essen, ne? Hat jetzt ein bisschen gebraucht, ne? Ja, hat ein bisschen gebraucht. Dominik, such ein Pulverfass. Ja. Oder eine Kanone, damit ich mich wegschießen kann, ne? Ja, oder so genau. Ja, warum gucke ich mir überhaupt das an? Ich hasse Fortnite eigentlich. Keine Ahnung, wahrscheinlich weil du aktuell keine sinnvollere Beschäftigung hast. Wie recht du immer hast. Ja, ich weiß, das höre ich öfter. Das ist manchmal echt nervig, immer recht zu haben. Oh nein, doch nicht die blaue Waffe wegschmeißen. Versuch nicht besserwisserisch zu sein, ich bin einfach schlauer. Das ist Fakt. Kann nicht reden. Irgendwie wünsche ich mir eine VR-Brille. Weiß nicht. Ja, reizen würde mich aber auch mal. Also, es gibt viele Spiele, die mich in VR interessieren würden, tatsächlich. Das ist es ja. Ja, mich nur fliegen wie ein Vogel. Ja, mich würde Gorn interessieren. Du musst dir vorstellen, das ist so ein Gladiator-Spiel. Da bist du so ein Gladiator und das ist halt echt lustig einfach gemacht, weil da hast du da so verschiedene Waffen. Ja, super, aber wenn der Felix da im Spiel einen Bau auf die Fresse kriegt, dann fliegt er im Wohnzimmer quer durch die Gegend. Vor Schreck. Nee, aber das ist echt toll. Du bist ja doch schon tot. Hä? Nein, ja. Ich bin nicht tot. Okay, weil der Mannequin steht ja schon bei mir auf der Plattform. Der steht da immer. Ach nee, stimmt. Ja, der steht da immer. Ich könnte ja mal ins Handy gucken auf deinen Stream. Sehe ich so. Ich hab mir auch eigentlich an. Doppelläufige Schrotzer. Alles klar. Nehmen wir. Ein echter, wahrer Fortnite-Spieler würde jetzt sagen, warum du sie nicht nehmen solltest, aber ich kenne mich in dem Game ja nicht aus, also ist mir das eigentlich egal. Ja, die meisten spielen auf Nahkampf.
Wenn du dich in dem Spiel nicht auskennst, woher willst du dann wissen, dass man sie nicht nehmen sollte? Weil ich zwei Arbeitskollegen habe, die Tag und Nacht nur über Fortnite reden können. Stimmt ja. Da hilft auch nichts, wenn du dir auf einmal irgendwann, keine Ahnung, ich habe mir jetzt letztens mein Headset mit in die Arbeit mitgenommen, habe das aufgesetzt, habe sie gefragt, warum ich ein Headset auf habe. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mit eure Fortnite-Scheiße am Arsch lecken, ich will kein Wort mehr hören und da helfen meine In-Ears nicht mehr. Brauchst du so ein Noise-Canceling-Ding? Ja, habe ich ja auch jetzt. Arbeitskollege von mir hat, sag mal schnell, hier diese Mickey-Mäuse, ne, fürs Arbeiten, mit Radio integriert. Der hört auch gar nichts mehr. Würde ich so gern haben. Aber ich habe einfach mein Headset mitgenommen, die Musik voll aufgedreht. Boah, Scheiße, könnt ihr mal wegbleiben. Oh, ein Geschützturm. Toll, kann ich nirgendwo hinstellen, weil ich keinen Plattform habe. Toll. Bau halt eine Plattform, das geht doch. Hä? Bau halt eine Plattform, sowas geht doch, oder? Ja, schon, aber ist ja wieder aufwendiger. Erst nochmal eine Plattform zu bauen. Ach was. Hier, yeah, noch ein verfluchtes Gebiet. Zählt das jetzt auch nochmal? Ach cool. Das sind so Jump-Dinger. Lustig. Jetzt muss ich da. Nicht ganz gereicht bis auf den Hügel, wa? Nee. Na, da war schon einer. Oh mein Gott, ey, wie geil. Super Hot, Gone und Job Simulator. Richtig geile Spiele. Was? Super Hot heißt ein Spiel. Das ist so ein Zeitlupenspiel. Da, wenn du dich bewegst, geht die Zeit wieder weiter. Solange sich keiner bewegt, passiert auch nichts. Okay. Ja, da wirst du von so Leuten angegriffen und du musst halt gucken, da fliegen, die schießen zum Beispiel auf dich oder die wollen dich schlagen und du kannst halt dann die Leute entwaffnen, sobald du dich bewegst. Ah. Und musst halt, kannst sogar die Kugeln fangen oder musst die Kugeln halt mit Schwertern zerschneiden. Es sieht ach, aus. Ja, das da, ja, das hat... Roten Mannequins, wie heißt es denn? Das hat Sturmwaffe mal gezockt. Und Gorn halt. Hey, jetzt sterb endlich. Andi, du bist nicht nett. Du lebst schon viel zu lange. Ist gleich Headshot, puff, Dominik weg. Was ist Odin? Guck mal, Dominik ist bei XXL Lutz. Was? Der Riesenstuhl auf der rechten Seite. Achso, na, lol. Hast du einen Sniper? Nee. Schade. Sonst würde ich sagen, gehst du rechts oben auf einen hohen Berg da oben. Guck mal, super Zoom. Ja, damit siehst du nicht viel. Bin quasi fast in der Mitte. Was ist das hier? Oh, Stein! Nice! Wollte ich schon immer mal haben. Jo, endlich habe ich dann Steine. Ist da gleich viel los. Wie viele sind noch da? 20. 18. 18? Na gut, bei mir sind 20. Dann sollst du dir mal ein nettes Plätzchen suchen, wo du nicht so direkt irgendwie ja, auffällst. Gewinnen durch Campen. Nice!
den Platz an der Mülltonne gar nicht mehr so verkehrt. Da kommt nicht jeder drauf, dass du da guckst. Aber da haben wir beschossen. Ach, da rechts. Top. Jupp, top. Ich glaube, deine Schüsse gingen ins Leere, wa? Ah, bitte. Warte mal. Steuerung. Mausempfindlichkeit, ach, zielen. Bisschen mehr. Ich bin ein Schwatter. Ich bin auch bereit. Bin ich doch. Ach. Hatte ich nicht gesehen. Ach ja. Ja, morgen sieht Odin Luna nochmal und dann muss er wieder 5 Tage warten. Oder 4 Tage. Ey. Voll Post. Diese Wartelobby ist so sinnlos, ne? Ja. So, sag mir mal ein Ziel. Wo willst du hin? Nochmal Wüste versuchen? Da. Wo ist denn bei dir da? Ach, da hinten. Da war der Ballon davor. Gut, dann jump ich jetzt schon mal raus und gleite bis da. Mhm. Bist du später gesprungen? Ja, quasi so spät wie es geht. Okay. Bin gerade meine Maus am Einstellen. Alter. Was denn? Ich sehe da gerade einen mit dem Fallschirm runterkommen, dann bist du das. Oh, geil. Was hast du denn? Ah, dieses Spiel. Dieses Spiel ist einfach genial. Ach, dieses Superhot da, oder was? Was du da meintest? Nee, go on. Okay, ich habe ein bisschen HP verloren, egal. Läuft. Okay, da unten rennt was rum. Da rennen mindestens 2 rum da unten.
Ja, bringt mir aber nichts. Ich muss was einsammeln. Ich hab nichts. Ja, nee, ich sag nur. Wir sind links von dir. Einer zumindest. Also, du bist links von mir. Hier in dem Gebäude waren sie auf jeden Fall auch schon. Oh, aua. Da hinten rennt auch was rum. Komplett leer gelootet hier der Scheiß. Drei Zuschauer? Glaube ich nicht. Niemals. Das ist so unwahrscheinlich irgendwie. Also da vor dir rannte von einer rum, oben auf der Straße. Okay. Ah, ich guck mal, ich werde es ja hören, wenn einer ballert. Ja, ich bin ja hier bei dir. Alles leer. Oh, Wahnsinn. Bin schon mal eine MG, yay. Oder eine MP, glaube ich. Oh, da hinten sind sie am Bauen. Oh, Alter. Wir sollten vielleicht mal hier weg. Oh. Definitiv. Ich nehme die hohe Brücke hier und dann gehe ich mit dem Gleitschirm weiter. Ja. Dann bist du auch schon da, okay. Oder keine Löcher rein, Mensch. Okay, da schießt irgendwie was. Fuck. Top. Da hat der Arsch uns die Rampe unterm Arsch weggeschossen. Nee, ich konnte noch springen, aber das hat mir auch nichts gebracht. Ich Nicht nicht mehr. besonders hoch und ja, platzt. Ich bin straight nach unten geflogen. Top. Das erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an hier eins der ersten Male, wo ich die Granaten in das Treppenhaus runterwerfen wollte. Ja, genau. Das erste Mal. Was? Was? Ja, die Granate blieb da direkt bei Dominik vor der Füße liegen. Hab ein bisschen schlecht gezielt. Ja, schade. Bisschen schlecht. Ja. Ich komm Also sofort wieder, wa? bisschen schlecht wäre es gewesen, wenn du wenigstens vor der Wand oder was geschmissen hättest, aber du hast ja direkt vor der Füße gesprungen. Eben was zu snacken geholt. Mein Gott. Andi, ich hab dir mal einen Link zu einem Video geschickt von Gorn. Okay. Es ist eigentlich toll. Ich vermute mal, es ist eh ein PC-Spiel, oder? Ich glaube sogar, dass es. Also VR. Ich glaube, dass es auch für PlayStation und Xbox da ist. Aber ich bin mir unsicher. Ja, im Prinzip sind ja von uns nur Spiele interessant, die dann auch Crossplay sind. Wa? Ja, es sind dann. So, Dominik, da sind wir wieder. Try again. Hast du niemand gesagt? Ah. Ach, direkt hier unten. Wollt ihr raus?
Bin schon. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Try and error. Dominik weiß, was er tut. Klar. Ja. Wo willst du denn hin? Ja, was willst du machen? Gibt es hier irgendwas abzustauben? Wahrscheinlich nicht, ne? Na super. Hier ist gerade einer reingeflogen, ne? Weiß nicht, ob der hier noch irgendwo rumschwirrt. Wahrscheinlich. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ja, direkt vor dir, du siehst mich doch. Du siehst doch meinen Namen. Ach da, ja. Doch, hier sehe ich. Da rennt auf jeden Fall irgendwann im Haus rum. Ich hab noch keine Waffe. Nur meine komische Pickaxe hier. Ah, zumindest schon mal eine Pistole. Ist doch schon mal etwas. Help me, help me! Dead. Ging nicht mehr. Ach ja, ist das ein... Ah, da vor dir Hopswald. Hier hopst irgendwie gar nichts. Ich denke gerade, hä? Wie? Auge 1. Wer guckt mir denn bitte schon zu? Aber das bist du. Oh, Waffen. Ja. Ist Puff dort. Ja, wahrscheinlich. Aber wo muss ich denn überhaupt hin? Ah, warte, tun wir mal da ein. Was ist das? Finde im Payday keine passende Maske. Was? Finde im Payday keine passende Masken, sag ich. Ich hätte gern Medic, aber ich finde keine Maske, die ich einem Medic geben könnte. Das ist doof. Vielleicht irgendwas von Halloween. Ja, Sniper einer. Wirklich. Hinten baut einer.
Boah, diese. Das ist ja ekelhaft. Was denn? Zielen während ich. Also Mausbewegung während ich ziele. Da kommt ein Kletterbuff. Phoenix im Anmarsch. Robin Timberg, hallo? War ein Hinweis an dich. Was? Robin Timberg, hallo? Oben rechts auf den Hügel ist der gefahren. Ja, hab ich gesehen. Robin Timberg, was? Hat Moin geschrieben. Ah! Na Mensch! Sorry, ich dachte nicht, dass hier wirklich jemand zuschaut. Na Mensch, wie geht's? Wie steht's? Wird geschossen. Fragt sich nur wo und auf wen. Ich denke mal auf den, der da oben am Hügel gefahren ist. Möglich. Nein. Da ist irgendwas in deiner Nähe. Ja. Aber wo? Denk mal auf den Hügel davor dir. Ach, da. Jetzt renn da nicht überstürzt hin, denk dran, ich spiele im Team, wa? Ist mir vor, vielleicht ist er ja auch schon tot. Ne, ich sag nur. Waffen hat er aber gehabt. Medikit, cool. Ja. Top! Der hat es intelligent gemacht. Ach ja. Wie gewonnen, so zerronnen, ne? Oder wie heißt das so schön? Na, weil du zu gierig warst, würde ich sagen. Ja, normal. Fortnite halt. Aber du hast keine Skins. Stimmt. Deswegen heißt der Stream ja auch Death Screen Simulator. Und No Skin Simulator würde ich noch dazu schreiben. Ah, ja. Ja, also wenn es um frühe Verrecken geht, sind wir glaube ich Spitzenreiter, aber. Ah, oh, komm, wir haben es auch schon mal so 5, 6, 7, 8 Minuten geschafft. Oh, da haben wir uns aber echt verbuddelt. Nee. Jungs, ihr müsst auch immer gewinnen. Ach, gewinnen. Ach Quatsch. Immer nur gewinnen ist doch langweilig. Überbewertet. Aber einmal gewinnen, nicht immer. Haben wir schon. Das wird überbewertet. Das will ich nicht. Bleibt mir leider Spaß. Nee, die Gewinnen-Challenge haben wir schon geschafft. Ist zwar schon ein bisschen her, aber das haben wir schon hinter uns. Ah, Jungs. Ich glaube, ich gehe mal in den Busch, willst du? Ne, ich in die Wüste. Du gehst in die Wüste, okay. Gehen wir in die Wüste. Hier die Brücke rechts am Rand von der Wüste. Okay. Da waren vorhin schöne Sachen dran. Ach, guck mal, hier ist noch so ein verfluchtes Ding.
Hau ab, du Vogel! Ey, wie redest du mit Schopse? Nein, nicht Schopse, der Vogel ja bei mir. Achso. Der hier auch landen will, der Affe. Wurde verkümmert. Hey, besuche alle versuchten Gebiete. Haben wir. Der Stream leckt nicht, mein Freund. Das liegt an dir, weil ich habe ihn auch nebenbei offen. Busch aufgehoben, glaubst du das? Tut mir leid, aber da hast du die Bestätigung. Er sollte eigentlich auch nicht laggen, also außer das hier läuft nichts bei mir im Internet gerade. Danke, dass du nach oben gerannt bist, so habe ich wenigstens die Schrotze bekommen. Unter Sturmgewehr. Habe ich auch. Nice. Oder falls du die unsauberen Bewegungsabläufe meinen solltest, das ist einfach mein No-Skill. Das könnte ich bestätigen, weil No-Skill weiß ich nicht. Das hat jetzt nichts mit Lags zu tun. Das ist reine Unfähigkeit. Ah, guck mal, da hinten baut einer. Wo ist bei denen das denn? Ja, da hinten, das siehst du es nicht, Andi. Ballern. Jo. Ja, ich bin am Ballern. Ich denke gerade, welcher Idiot schießt denn hier? Komm. Wo ist der denn? Der Idiot neben dir. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt hinter einem Hügel verschwunden. Sonst würde ich ja weiter ballern. Ich sehe hier nichts mehr. Wo müssen wir denn hin? Hier irgendwo, ne? Naja, wir sind richtig schön am Rand. Kleines Schildlimit erreicht. Toll. Gar nichts. Ich habe 2 Sturmgewehre. Nee, an Material. Achso. Ach, du bist schon irgendwo da hinten am Arsch der Welt, alles klar. Ja, Arsch der Welt ist nicht, aber... Schon ein paar, ist auch weitergelaufen. Oder einer. Ja, hab ich jetzt auch gesehen. Oh ja. Und dann laufe ich auch mal mehr so straight in die Richtung. Mir juckt der Rücken. Dir juckt der Rücken? Ja. Das ist doch nicht krass. Ah. Aber schön, wenn es eine Stelle ist, wo man sogar hinkommt. Tch. Ist gerade so ad hoc keine Stelle, wo ich nicht hinkomme. Naja, es gibt so diese eine Stelle am Rücken, wie ich finde. Da, wo du mit den Armen so schlecht hinkommst, dass du dich da so schlecht kannst. Ja, schlecht, ja, aber... Gar nicht.
Gar nicht, habe ich nicht gesagt. Die haben nur gesagt, schlecht. Nee, du hast gesagt, an die eine Stelle, wo du nicht hinkommst. Ausprobieren. Oh, ich glaube, hier in der Mitte in dem komischen Waldkäfig wird geballert. Oder? Nee. Habe ich falsch gehört. Das ist doof, wenn man nur mit einem Stöpsel im Ohr zockt. Ja, aber ich höre auch Geballere. Weiß auch nicht. Also, wenn jetzt nicht hier unten. Oder die haben aufgehört zu ballern. Hier wurde auf jeden Fall was gemacht. Die Sachen sind ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Ach was. Na, da hinten ist er. Guck mal, da hinten ist noch was. Eine Pistolenmuni. Bringt mir wahrscheinlich nichts, ne? Ah, doch. Wow, 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 wow. Von wo? Ach, hier! Top. Ja, komm, mach doch. Nö. Hat keinen Sinn. Mir ist nicht mehr zu helfen. Oh. Warum bist du immer so anti? Nur Spaß. Hinter jedem Spaß steckt auch Ernst. Naja. Ja, wo ist es ja gar nicht so unwahr? Helfen kann im Prinzip nur ich mir selbst. Ja, das stimmt. Ich will nichts gesagt haben. 18 Zivilisten, okay. Ich weiß, was ich zu tun habe. Anni, du hast jetzt eine blaue Waffe gegen eine blaue Sniper getauscht, wofür du nur einen Schuss hast. Das habe ich jetzt auch gerade gesehen. Er weiß das nicht, Andi ist Profi, der weiß, was er tut. Ich brauche nur einen Schuss für alle. Andi ist der einzige, der 100 Spieler mit einem Schuss ausschalten kann. 29 sind es nur noch. Sag ich doch. Aber auch die werden sich garantiert. Du weißt schon, dass da hinter dir einer geholzt hat in dem Geäst, ne? Andi wartet, bis sich alle 29 in einer Reihe aufstellen und dann schießt er. Ich mache nur die Profis in Fortnite. Siehst du mal wieder, was du für Mate eigentlich hast. Oder der macht es wie in dem Film Wanted. Der dreht die Knarre so beim Schießen und schießt eine Kurve. Ach ja. Wie konnte ich daran nur nicht denken? Boah, den Film muss ich nochmal gucken, der war cool. Er hatte was. Der Bankmanager, da ist der Wachmann, okay. Der war irgendwie so dämlich übertrieben, dass er schon wieder gut war. Ich hab heute ein bisschen Typen zugeguckt beim L.A. Noir spielen. Und er ist immer in diese Kinoperspektive gegangen zum Fahren. Dann habe ich mir vorgestellt, wie das eigentlich wäre, wenn ich mir ins Kino gehe, mir einen Film angucke und da sehe, wie in dieser Perspektive einfach jemand gegen eine Lampe fährt, so wie sie er macht. Den finde ich auch irgendwie total dämlich, weil diese Perspektive ist zwar ne, ganz nett, aber das ist im Prinzip eigentlich nur was für Kurzfilme machen oder irgendwie sowas, weil ansonsten du fährst sofort irgendwo gegen. Es sei denn, du hast es jetzt irgendwie, keine Ahnung, so wie bei Sea of Thieves, ne, wo du dann erstmal 5 Minuten geradeaus und nichts ist im Weg, dann kannst du sowas vielleicht mal machen, aber... Ja, aber trotzdem nicht gegen Verkehr. Oder plötzlich auftauchende Felsen oder Inseln. Oder plötzlich auftauchende Schaluppen. Ja.
auf die man dann am besten das Wasser noch schüttet, wenn man untergeht, obwohl es Verbündete sind. Ich find's toll, ich bin gerade im hinteren Bereich in der Bank, bohre mich in den Tresor und bis jetzt hat's noch keiner bemerkt. Top. Vorne sind die Leute noch und geben Geld ab und so weiter und so fort. Was ist denn dieses Payday? Ich sag mal ein Überfallsimulator. Guter Witz. Okay. Du hast halt jetzt zum Beispiel, ich mach jetzt ganz einfach Bank drauf. Du hast halt Möglichkeiten, es laut oder leise zu machen. Und du arbeitest dich halt hoch, ich sage mal, von einem kleinen Verbrech jetzt, also von so kleineren Juwelieren zu großen Banken. Und irgendwann sogar bis zum Weißen Haus. Okay. Und es ist eigentlich sehr anspruchsvoll. Ich und Rio haben das gespielt und es ist nicht leicht. Es gibt dann halt auch so Spaßmissionen, weil die machen viele Kooperationen mit anderen Spielen. Der Nebel kommt auf dich zu. Was kommt auf mich zu? Der Nebel. Achso, oh ja. Oh ja. Und da ist er. Also die arbeiten auch viel mit anderen Spielen zusammen, für Masken zum Beispiel. Oder es gibt sogar einen Goat Simulator, heißt, da wo man einfach Ziegen für einen Typen einsammeln muss. Okay. Das ist lustig. Da fährst du mit dem Auto rum, versuchst Ziegen zu finden. Die musst du dann woanders hinliefern. Okay. Und du gleichst halt in einem Hochhaus rum, musst da versuchen, den Tresor einzubrechen und den Tresor ist dann wieder ein Haus gezeugt zu machen. So, da sind Schutzturm zum Beispiel drin. Oh, echt jetzt? Oh, schade. Ich hab schon gesehen, was passiert ist. Hm. Also, Payday hat schon was. Aber ich glaube, da gibt's auch kein Crossplay. Nö, wahrscheinlich nicht. Im Prinzip brauchst du ja eigentlich nur mal in die Xbox Play Anywhere Liste zu gucken, dann weißt du, für was es Crossplay gibt. Mhm. Kein For Honor, das ist so der Rotz. Wolltest du noch was anderes zocken, Dominik? Ja. Keine Ahnung, wenn überhaupt, könnten wir höchstens noch eine Runde Sea of Thieves starten. Aber weiß nicht. Lohnt sich das? Weil sonst würde... Also wenn du jetzt keinen Bock mehr hast, dann zocke ich jetzt gleich was anderes. Ja, eine Runde können wir noch, aber danach höre ich dann auf. Okay. Mal gucken, vielleicht mache ich danach dann Terratech weiter oder ich starte mal den... Sag mal schnell, Car-Mechanic Simulator oder vielleicht hat Hundi ja Bock auf Raft. Wir können gerne Raft spielen, wir können aber auch For Honor spielen oder worauf du halt Lust hast. Ja, For Honor hat Dominik doch nicht. Doch. Oder hast du vorne? Nein, habe ich nicht. Und was habe ich dir dann damals gekauft? Was du mir damals gekauft hast? Boah, du hast mir Raft gekauft. Ja, du hast mir Raft gekauft. Du hast mir, sag mal schnell, Starbound gekauft. Du hast mir Emily Wants to Play gekauft. Du hast mich. Du hast mich. Alter, die perfekte Rammstein-Singerstimme. Ja, eigentlich schon. Ja, von wegen. Nee, ich glaub's tatsächlich. Fällt mir auch. Eigentlich ist Anja Sänger von Rammstein. Ich habe Factorio, Fallout, Fallout 4, Fallout New Vegas, Far, Fluffy Horde und The Forest. Mehr F habe ich nicht. Dann habe ich es jemandem angekauft. Hä? Jemals anderen gekauft. Ist er jetzt hängen geblieben oder was? Ich kann ja nichts mehr machen. Hä? Nee, bei mir läuft's. Ich bin im Bus. Kannst du mit deinem Fragen noch was machen? Ja, aussteigen. Also ich fall jetzt. Ich weiß nicht, wo du bist. Bist du überhaupt drin? Andi? Und da ist er wieder weg. Alles klar. Internetverbindung hängen geblieben. Nice. Solum. Dann war das jemand anderes. Ja, da muss doch jemand anderes gewesen sein. Ich weiß ich nicht. For Honor ist irgendwie so. Jo, da war er wieder weg. Ja, da war er wieder weg. Alles klar, dann ist deine Internetverbindung hängen geblieben. Haben wir uns gerade schon gedacht. Was ist meine P90 eigentlich gerade wert? Oh, mein Fregel ist gesprungen. For Honor
Ich weiß nicht. Ach, du bist wieder drin? Ah ja, du Im bist Spiel drin. bin Okay, ich, ja. alles klar. Ja, dann komme ich mal dahin. Ja, wäre cool, weil man ist gerade irgendwie einfach gesprungen. Ja, am Ende des Levels, ne, springst du automatisch ab. Ja, ich bin bei XXL Lutz. Ich weiß nicht, ob ich For Honor jetzt unbedingt so zocken würde, ob mir das so Spaß machen würde, weil im Prinzip ist das... Also die Zuschauerbase ist schon dieselbe. Die ganzen For Honor Streamer unterstützen sich selber. Also habe ich gemerkt. Was? Die For Honor Streamer also, spritzen sich selber? Nein. Die ganzen For Honor Streamer, die Deutschen, die unterstützen sich gegenseitig. Das ist eine große Community, da kennt sich jeder unter denen. Aha. Ja, gut, aber ich bin halt, selbst wenn ich das jetzt ein, zweimal mit dir spielen würde oder so, wäre ich kein For Honor Streamer. Also ich würde mich nicht dazu zählen, genauso wie nur weil ich, keine Ahnung, 400 YouTube-Videos habe, bin ich noch lang kein YouTuber. Doch, bist du. Nein, bin ich nicht. Doch, schaff's. Wenn überhaupt, bin ich ein Creator. So. Du bist immer noch so anti-eingestellt. Meine Fresse. Nein, das hat nichts mit Anti zu tun. Ich fühle mich einfach, sehe mich einfach nicht auf dem gleichen Level wie ein Gronkh, Debitor, LP mit Kev, Paluten, ja, was weiß ich was. Sowas kannst du nicht vergleichen, jetzt bitte. Ja, ich kriege ja noch nicht mal Geld dafür, also bin ich auch kein YouTuber. Doch. YouTuber ist für mich eine Bezeichnung für die damit ihr Geld verdienen. Mag es auch noch so wenig sein, ist mir egal, aber... Hier geht's immer nur um Geld. Denk doch mal an mich. Ja, und ja gut, mag sein, dass sie eine große Community sind, aber For Honor ist irgendwie eine, das ist keine große Community, es sind aber viele Leute, die sich gegenseitig stützen. Ja, oder so. Aber das ist halt irgendwie auch nur so ein ja. Ja. Genau, ja. Keine Ahnung. Tekken im Mittelalter mit Waffen? Es hat nur mit Tekken zu tun. Ja, einfach nur gegenseitig abschlachten. Nein, ist es eben nicht. In der Arena. Es gibt ja ganz viele Spielmodi. Es gibt jetzt sogar einen Breach-Modus, den ich ganz interessant finde. Und da machst du was? Das eine Team hat eine Festung mit zwei Toren und einem Hauptmann. Und das andere Team hat einen Rambock am Anfang. Du musst halt erstmal die zwei Tore durchbrechen und dann den Hauptmann töten. Aber das klingt jetzt zu leicht, aber es ist... Also Festung einnehmen quasi. Nicht einnehmen, du musst halt so einen bestimmten Weg, kann man einnehmen, aber du musst halt auch noch die Ramme vorbringen, musst gucken, dass die Ramme nicht kaputt geht. Das andere Team muss halt die Mauern schützen, es muss gucken, dass das andere Team nicht die Zonen einnimmt, weil da können die Bogenschützen platzieren und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen mehr wie, wir schlagen uns einfach die Köpfe ein. Okay, ja gut, bei dir ist es bisher, wenn ich mal reingeguckt habe, immer nur, wir schlagen uns die Köpfe ein. Ja, das macht doch am meisten Spaß, sag ich mal. Ja, siehst du, und genau das macht mir eigentlich nicht am meisten Spaß. Am meisten Spaß würde es mir wahrscheinlich machen, in, ich sag mal, dieser Optik, in diesem Zeitalter, wie auch immer man das jetzt nennen will, in diesem Stil quasi durch eine Open World zu rennen und Aufgaben zu erledigen und all so ein Kram. Und dann könnte ich mir auch einfach Assassin's Creed Odyssey kaufen. Nein, dann könntest du ja Skyrim kaufen, weil Odyssey ist in Griechenland. Und das ist kein Assassin's Creed mehr, das ist so der Rotz geworden. Oh mein Gott. Ja, also für mich, Hast du keine Waffen mehr? Nö, ich hab noch gar nichts. Wenn ich mich jetzt mal so an... Ja, kannst du. Wenn ich mich jetzt noch mal an die ersten Assassin's Creeds erinnere, dieser komische Kapuzenwurm da, der da durch irgendwelche ägyptischen Gassen geschlichen ist, Wände gefickt hat und, ne? Ja, klar. Ist das heutzutage echt nicht mich. Nicht ich mehr Assassin's nicht Creed. Ja, macht nix. Aber ich finde das Spiel an sich trotzdem gut. An sich sieht ja auch gut aus, also ich nicht. Ich find's interessant, ich mag die Optik, ich mag die Gegend. Sieht ganz nett aus. Ja, das. Ob das jetzt so ist wie das von damals, davor, keine Ahnung. Ja, mir egal. Ob es sinnvoll ist, da links hoch zu rennen? Bitte? Können wir mit dem Gleiter weiter wieder, ne? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
Können wir einfach mal machen. Ich bewerfe sie einfach mit meinen Verbandsröllchen. Aber gut, und das ist das halt, wenn du ein Spiel immer und immer und immer und immer wieder neu machst, ne? Oder versuchst immer wieder neu zu erfinden. Das funktioniert einfach nicht. Es ist halt immer das Gleiche, nur in einer anderen Tschüss für Weg Umgebung. oder was? Geh mal auf Ja. Seite. Nee. Hä? Das ist dann der Vorteil an FIFA, ne? Du machst einfach jedes Jahr die gleiche Scheiße, nur mit etwas anderer Grafik und etwas anderer Engine und schon läuft's. Hast ein tolles neues Spiel gemacht. Guck mal, Conker haben sie sich damals selber versaut mit dieser komischen mobilen Base. Yep. Das war ja so ein Rotz. Ja, toll. Ja, wie gut, dass ich von da weggegangen bin. Ich hab gehofft, ich könnte, wenn ich runterspringe, den Fallschirm nutzen. Ja, scheiße, kannst du nicht. Nee, ich weiß, ich bin nur glücklicherweise irgendwie am Bergrand gelandet, deswegen konnte ich noch so halb runterrutschen und bin nicht sofort gestorben. Ich habe den gleichen Fehler gemacht. Ja, ich hänge hier halb tot in der Gegend rum. Mein Gott. Unter mir chillt einer, läuft einer. Der sieht mich gar nicht. Toll, den könnte ich jetzt so schön wegknallen. Naja. Dann sterbe ich halt. Einsam und allein. In so einer Bergspalte. Ja, hat man schon mal, ne? Jo. Zup! Wie gesagt. Liegen jede Menge irgendwelche Schrottwaffen rum, ey. Ja, ich hatte auch nicht nichts Vernünftiges, irgendwie eine Schrotze und eine MP oder was. Ja, habe ich auch nicht gefunden. Oh, ich glaube, ich sollte mal weiter Richtung Auge des Sturms. Und vielleicht Medikit suchen. Na, hab So ich. viel hast du auch nicht mehr, hast Ach, sollte ich vielleicht mal benutzen, ne? Wenn ich sie schon hab. Ja, ein Sammler alleine reicht da nicht. Ach, na, da lag die ganze hier im Schreibtisch, okay. Komm. Kondition ist bereits plus 75%. Aha, okay, schön. Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Fluffy Horde müsste ich demnächst auch mal wieder spielen, ey. Und Getting Over It muss ich auch noch machen. Was du nicht alles spielen willst. Ja. Fallout 4 habe ich immer noch nur angefangen. Müsste ich auch noch mal irgendwann mal weiterspielen, ey. Oh. Stronghold wollte ich auch noch zocken. Ey, ich will noch so viel zocken, ne? Ich habe gar keine Zeit dafür. Vor allem nicht, wenn ich immer irgendwelche Multiplayer-Spiele spiele. Ich nötige dich nicht dazu. Nee, nee. Ich auch nicht. Also Fortnite war jetzt deine Idee. Ja, ist ja gut. Siehst du, Schubs, es geht alles von dir aus. Beschwer dich nicht bei uns. Ich beschwere mich doch nicht bei euch. Schubs spielt halt nicht gerne alleine. Was? Mit Andi macht es mehr Spaß. Ja, Fortnite sowieso. Komm, dafür, dass das Spiel so kacke ist, hat man in Fortnite schon echt viel Spaß. Ja, An den weil wir uns nicht Fortnite-Abenden. drüber, weil wir uns einfach nicht drüber aufregen, wenn wir verrecken. Ja. Wir nehmen das Spiel komplett nicht ernst. Ja, aber mit der muss ich nichts zu tun haben. Und tot.
Also wenn ich mal lange überlebe, dann liegt es einfach nur daran, dass ich lange Zeit keinen Gegner sehe. Jo. Alles klar, dann gehen wir mal raus. Ja, ich auch sofort. Ich bin jetzt gerade raus zum Rauchen. Ach ja. Morgen früh schaltet der Wecker wieder. Dann haben wir morgen Sonntag, wa? Jo. Ich muss auch spätestens um 9 wieder aufstehen. In die dritte Kamera. Da bin ich ja früher wach wie du. Mein Wecker geht jeden Morgen um 7:45. Tja. Ja, weil Odin halt seine Zeiten hat. Ja, ich brauche so 1-2 Tassen Kaffee, rauche eine Zigarette und dann laufen wir. Eine Runde um den Ententeich. Ach, ich habe vergessen zu schreiben. Also zu posten, dass ich online bin. Ja. Macht aber auch keinen Unterschied. Es kommt sowieso keiner meiner Follower rein. Warum denn auch? Ja, eben. Sega Mega Drive und Genesis Classics. Das gab's doch irgendwann mal umsonst, oder? Keine Ahnung. Ja, sonst hätte ich das bestimmt nicht. Spirit of Monkey Island. Rollercoaster Tycoon 2. Portal. Ich werde jetzt mal meinem Bett Hallo sagen. Ja, mach das. Mal schauen, ob er mich reinlässt. Na gut, komm mal, dann verabschiede ich mich schon mal. Ja. Gute Nächte. Euch noch einen schönen Abend, wa? Auch so. Okay, ebenso. Ciao, ciao. Ich verstehe es nicht. Wo sind diese Alarmknöpfe? Da ist Team. Team-Apps, kann man. Fallout 4. GTA 5 kann auf jeden Fall hier von der SSD gelöscht werden. Werde ich so schnell eh nicht mehr zocken. Warum nicht? Im Moment irgendwie keinen Sinn nach. DC Universe Online. Habe ich das noch nicht deinstalliert? Doch. Löschen. Bloß weg mit dem Scheiß. So, was habe ich jetzt hier am Platz? 143 GB. Nice. So sieht also die SSD noch 2,5 Terabyte, aus. Mann. Ja, auf der SSD. Ja, da habe ich nur noch, warte. 1,2 Terabyte. Ah, okay. Fing schon ganz arm, ne? Ja, total. Typ, ey. Könnte natürlich auch Factorio weitermachen oder in Ark noch ein bisschen farmen gehen. Ja, bin ich schon 20 nach 1, so lange kann ich eh nicht mehr wach bleiben. Ach was. Warte mal. Wenn du mich brauchst, sag Bescheid, ich helf dir gern. Ja. Ich glaube, Raft lohnt sich nicht mehr anzufangen. Dafür ist es schon zu spät. Wenn sie das sagen. Suchergebnisse in Schnellzugriff? Nein!
Terratech. Benutzer. Da wahrscheinlich. Altes Windows. Naja, ihr fahrt die Platten hoch. Boah, geht mir das auf den Keks. So, dann suchen wir auf der alten Festplatte nach den Speicherständen von Terratech. Ich habe keinen Bock, jetzt von vorne anzufangen. Es gibt's doch nicht. Ja, weil das ist so eine Mission, da gibt's zwei Alarmknöpfe und wenn ich alle Geiseln unten halte, irgendwie schaffst du trotzdem eine den Alarmknopf zu drücken, obwohl die viel zu weit weg ist. Und ohne Mate geht da nix. Warum ist ein Rio nicht online? Oh. Keine Ahnung, arbeiten? Verstehe ich nicht. Das glaube ich. Immer noch, wir gehen um 1 Uhr nachts in irgendein Restaurant in einem Hotel. Die bis 5 vor 1 saufen waren, in der Kneipe nebenan. Wenn ich keinen der... Kenne ich kein Restaurant, das um so eine Zeit noch offen hätte. Okay, das dauert mir irgendwie zu lange hier. Benutzer. Data. Wahrscheinlich local. Stimmen. Da, stimmen. Ich kann auch nachgucken. Terratech. Ach, die müssten sogar im Ordner sein, ja top. Alles klar. Sturmgewehre mitnehmen. Was ist denn noch gut?